Da bin ich wieder. Ich habe hier einen Drachen gerade gefunden. Und ich muss mal gucken, was für einer ist. Eternal Dominus. Eternal Dominus Dragon? Okay. Der sieht mir nämlich verdammt so aus wie so wie der Endboss, nur in klein. Der normale dritte Endboss, das ist doch, der sieht doch so aus, oder? Aber der hat hier noch recht standardmäßige Werte für so ein Eternal. Ich habe keine Ahnung, ob man den tamen kann. Aber ich werde es einfach mal versuchen. Wo geht der denn hin? Kommt der aus der Höhle oder was? Hallo? Hilfe! Ich muss andere Ansicht. Wo ist der? Oh toll, im Wasser. Hallo. Okay, das bringt jetzt gerade nichts. Ist er betäubt? Ist betäubt. Er ist betäubt. Huch. Okay, also betäuben kann man ihn. Ich weiß noch nicht, ob man den mit irgendwas füttern kann. Das ist jetzt die Frage. Einen Dominus. Ich gebe dem einfach mal hier das Instant-Zeug. Keine Ahnung, ob das was bringt. Oh ja, Mann. Oh ja. Oh krass. Kann ich ja auch direkt reiten? Reiten? Ist der reitbar? Komm näher zum Reiten. Ja, wie nah soll ich denn rankommen? Näher rankommen? Noch näher? Hallo? Ich will mal sagen, wie ich hier. Hallo? Komm näher zum Reiten. Ich bin doch schon ganz nah. Wo soll ich denn hinkommen? Jetzt lassen wir mal reiten. Irgendwas. Ich würde gerne mal reiten. Hallo? Hallo? Ach, leck mich doch am Fuß. So. Jawoll! Alles klar. Alter. Oh, er kann fliegen. Oh, er kann fliegen. Doch, ein bisschen. Was ist das für ein krasses Vieh? Setz dich hin, Mann. Alles klar. Holy shit. Ja, 20 Millionen. Ja, geht ja, ne? Bewegungsgeschwindigkeit können wir auch mal ein bisschen hoch machen hier. Auf 150.
Und den Rest kriegt, kommt dann hier. Keine Ahnung, was hier da abgeht gleich. Ich check das mal. Alter. Ist das ein Scheißernst? Lalala. Wow. Boah, wie der aussieht, ne? Krass. Dass man die überhaupt reiten kann. Auf jeden Fall Feuer speien. Und komische Dinge kann er. Das habe ich nicht gesehen. 11.000. Das ist nicht so der Überflieger. Ey, der kann ja doch krass fliegen. Doch ein Überflieger. Wie geil. Alter, das Geräusch von ihm. Das Geräusch von dem allein schon. Na gut. Ich bin schon ein bisschen begeistert. Ich weiß nur noch nicht, wo ich den hinstellen soll. So viel Platz haben wir jetzt nicht mehr. Dann will ich ihn gerne hier stehen. Ich stelle ihn erstmal hier so hin. Auf den Berg. Das sieht mich verdammt geil aus. Okay, alles klar. Ich bin ein bisschen geflasht von dem Vieh. Dass man den so einfach sich schnappen kann. So. Ich wollte eigentlich eine Pause machen, aber irgendwie finde ich jetzt hier so schöne Tiere. Naja, gut. Wir sehen uns beim nächsten. Bis dahin.